Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, euer Haushalt-Vlog. Und das Thema heute ist sauber machen. Wie kann man sich das vorstellen? Sauber machen. Nun, man muss zum Beispiel den Teppich sauber machen, man muss die Küche sauber machen, man muss Badezimmer sauber machen, man muss Wohnbereich sauber machen und das Bett. Ja, ich erzähle mal meine Erfahrung. Und zwar bei dem Teppich ist es oft so, dass der ja doch ziemlich viel Staub anzieht. Doch. Und mit dem Staub dann auch, falls man die Socken nicht vor dem zu Bett gehen auszieht, dann im Bett mitnimmt. Von daher würde ich empfehlen, dass man Staub saugt so 2-3 Mal die Woche. 2 Mal ist ein guter Rahmen, irgendwie so. Dann das Bett, wenn wir schon beim Bett sind. Das Bett würde ich mal so sagen, also meine Erfahrung, nur meine Erfahrung, so mindestens einmal den Monat auslüften, also beispielsweise am Fenster auslüften lassen, dass der Wind dann mal durchzieht. Und waschen würde ich sagen, so auch so jede 3 Monate, so allerspätestens. In den Sommermonaten sogar jeden Monat, weil man schwitzt doch in der Nacht, auch wenn man das nicht zugeben möchte, und das müffelt in einer Zeit, und deswegen, ja, also in den Wintermonaten 3 Monate würde ich sagen. Ihr könnt das natürlich anders sehen, die schon so alleine wohnen, ist meine Ansicht nur, und in den Sommermonaten wirklich jeden Monat, wenn nicht sogar jede 3 Wochen. Jeden Monat, jede 3 Wochen. Naja, gut. Ja, sonst sauber machen im Sinne von Fenster zum Beispiel. Also ich mache meine Fenster so jede 2 Monate mal sauber, weil sieht halt einfach schöner aus. Ich wohne unten im Erdgeschoss und ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht dann ziemlich schmodderig aus und bäh. Also wenn man unten wohnt, öfter, wenn man beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus wohnt oder in einem Etagenhaus oder Blockhaus oder wie auch immer und weiter oben wohnt als jetzt unten, ja, muss das nicht unbedingt jede 2 Monate gemacht werden, sondern so jedes halbes Jahr ungefähr, dass das wenigstens etwas ordentlich aussieht. Also, und ihr versteht, was ich meine. Ja, dann kommen wir zur Küche. Die Küche wie beim Staubsaugen halt einmal schön durchwischen, wenn da irgendwelche Keramikplatten oder kein Teppich halt. Also weil in der Küche, wer Teppich in der Küche hat, den Teppich, also den kleinen Teppich, den man vielleicht in der Küche hat, den auch schön jede 2 Wochen einmal auszulüften. Sonst halt einmal durchwischen. So auch ungefähr am gleichen Tag am besten, wie wenn man Staub saugt, würde ich sagen. Dann Arbeitsplatte sauber machen und alles drum und dran. Ja, Geschirr sauber machen. Ja, Geschirr sauber machen eigentlich entweder jeden Tag, umso schneller ist es wieder weg und es sammelt sich kein Dreck an. Aber mindestens, also wirklich mindestens 2 Mal die Woche. Also mindestens. Außer man benutzt jetzt, man isst auswärts und trinkt auswärts und zu Hause, ich bin ja nur zu Hause, damit ich schlafen kann. Dann ist was anderes, aber sonst, man lebt ja zu Hause, man isst zu Hause, man trinkt zu Hause, man kocht zu Hause. Also mindestens 2 Mal die Woche, sodass jetzt wirklich alles wieder sauber ist. Ja, Kühlschrank, der sollte so jede 3 Monate mindestens einmal ausgeräumt werden und durchgewischt werden, denn da sammeln sich auch Bakterien an. Und diese Bakterien, ja, die könnten später dann zu erheblichen Körperbeschwerden kommen, bis Übelkeit, Schwindel oder sonst was. Und von daher auch wichtig, auszuwischen.
selbst wenn man da nicht sehen sollte. Trotzdem, auswischen ist sinnvoll. Das gleiche wie beim Backofen. Auch einmal auswischen, einmal schön sauber machen. Weil wenn man da irgendwie irgendwas Warmes drin macht, ne, da entsteht ja auch ein bisschen Dampf. Und dieser Dampf setzt sich an den Seiten ab. Und der kann auch irgendwie Bakterien später produzieren und dadurch alles schön dreckig machen und schön krank machen und deswegen auch mindestens jede 3 Monate einmal. Gehen wir von der Küche zum Badezimmer. Das Badezimmer, ja, die Dusche würde ich mal sagen, nach Gebrauch einmal kurz schön auswischen. Die Wände zumindest, weil sonst sich Schimmel bilden könnte und der Schimmel könnte ja nicht gut enden. Also von daher, ich mache das immer so, wenn ich geduscht habe, einmal schön kurz mit so einem Tuch rüber, sodass das trocken ist und unten die Duschfläche auch einmal ausspülen, sodass das ordentlich aussieht. Das Waschbecken auch so jeden Monat einmal wirklich komplett reinmachen, dass man auch einmal mit dem Finger drüber geht und es quietscht. Dann muss es eigentlich oft rein. Dann kommen wir zur Toilette. Die Toilette muss auch gesäubert werden. Das mache ich auch mindestens 2-mal im Monat. Ist einfach so irgendwie, ist nicht so mein Fall, wenn das irgendwie jetzt jeden Monat einmal gemacht wird. Bleiben wir lassen uns so stehen. Und ja, damit lassen wir auch das Thema mal so stehen. Das waren meine Haushaltstipps für heute. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zum nächsten Vlog, zum letzten Haushaltstipp. Und ja, bis dann und tschüss.